Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren, hoffentlich ereignisreichen Tag bei der deutschen Autobahnpolizei. Leute, in der letzten Folge hatten wir eine wilde Verfolgungsjagd. Dementsprechend sieht unser Polizeiauto auch ein wenig ramponiert aus. Das Geile ist, in dieses tolle Polizeiauto, was wir uns auch gekauft hatten, dort wird hoffentlich heute ein Hund einziehen. Also, der lebt da nicht, aber also der kommt da rein. Denn ich werde hier unsere eine Rangaufgabe, werde ich jetzt einfach mal kaufen, weil wir haben ja immer so Aufgaben, die wir täglich abschließen müssen. Zack. Jawohl, will ich kaufen. Oh ja, da ist das Ausrufezeichen. Als ob. Da vorne ist er. Unser eigener Hund. Das ist ja cool. Hi. Ja, und das ist ein Schäferhund, oder nicht? Ich habe gehört, ihr wollt diese Autodiebe verfolgen? Ja, wollen wir. Ja, genau. Bist du die Hilfe, die uns von Jessica angekündigt wurde? Nein, nicht ganz. Das wäre dann er hier. Das ist die Kollegen cool. Warten schon darauf, dass ihr ihn zu ihnen bringt. Ein Spürhund? Siehst du das, Stefan? Wir bekommen einen Hund als Partner. Kommissar ja. Rex. Ganz toll. Wehe, du sagst mir jetzt, du magst keine Hunde. War noch nie so mein Fall. Dabei habt ihr doch so viel gemeinsam. Ach ja? Klar, ihr habt einen ziemlich ähnlichen Geruch, wenn es regnet. Und dann ist da noch euer... Hör schon auf. Wart's ab. Mit diesem Helfer werden wir die Gangmitglieder mühelos finden. Wie ist denn sein... oder ihr Name? Sein Name ist Dexter. Und ihr werdet weit und breit keinen besseren Spürhund finden. Dexter. Na, Dexter, dann komm mal mit uns mit. Oh, Dexter ist cool. Warum ist jetzt plötzlich dunkel? Dexter, du musst dich aber auch anschnallen, oder? Der chillt da hinten jetzt einfach drin. Geil. Muss ich sagen, coole Idee von den Entwicklern. Oh, warte. Unser Auto hat 73% Schaden. Dexter, wir müssen mal kurz den... Oh, den Wagen reparieren. Ja, gegen die Wand... Ja, kein Problem. Bestätigen, ja. So, ja, guck mal, da ist er doch repariert. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was für ein Auto das sein soll. Wir müssen uns später kümmern. Das Verhör kann warten. Aber die anderen Gangmitglieder sind über alle Berge, wenn wir uns nicht beeilen. Gar kein Problem. Ja. Mit Dexter hier schnappen wir uns den Rest der Bande auch noch. Nicht wahr, mein Kleiner? Also, was hat der eine denn gegen Dexter? So, warte mal, ich mach mal kurz, wie immer, ein bisschen Blaulicht an. Oh, Alter. Blendet aber schon ein bisschen. So, Dexter, ich hoffe, du hast eine gute Versicherung. Bei Paletto wird es während der Autofahrt manchmal ein bisschen holprig. Vorsicht, ist grün. Jo. Easy. Okay, hier sind eigentlich nur 70 erlaubt. Aber ja, man kann ja auch mit ein bisschen über 100 fahren. Der Wagen läuft jetzt, glaube ich, auch bis zu 260 km/h. Gut, okay, wir fahren gerade 100 km/h zu schnell. Ist kein Problem, wir sind auf dem Einsatz. Dexter muss ganz schnell diese Bande... Oh, ein Flixbus! Moin! Hallo! Boah. Naja, ich habe eine steile Karriere hingelegt. Gestern war ich noch... Oh! Dexter, geht's dir gut? Flixbusfahrer, erfolglos, wie man hier sehen konnte. Und jetzt bin ich Polizist. Steiler Aufstieg. Ah, ganz wichtige Info, weil ich bekomme immer noch die Frage. Leute, Mega-Mini-Paluten. Ja, es kommt Nachschub. Ich werde das hier kurz einblenden. Wir hatten ja schon einen Drop. Da war Mega-Mini-Paluten innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Es kommt auf jeden Fall Nachschub. Und die ersten Mega-Mini-Palutens müssten jetzt auch schon ausgeliefert worden sein. Weil ich habe die letzten Tage extrem viele von den Mega-Mini-Paluten-Autogrammkarten unterschrieben. Und das ist kein Scherz. Ja, meine Hand tut weh. Weil wenn du wirklich stundenlang... was? Ich will mich nicht beschweren. Ich finde es ja cool, dass Leute Bock haben auf Mega-Mini-Paluten. Und ich fühle mich ja auch geschmeichelt. Leute stellen dann die Autogrammkarten da bei sich aufs Regal oder hängen das an die Wand. Das ist natürlich cool. Aber der Abend tut trotzdem irgendwie nach einer Zeit weh. So, jetzt gucken wir mal, was wir aus der Möhre rausholen können. 200 km/h. Dexter, du musst dich jetzt wirklich anschnallen. Ja, das ist aber auch alles so kurvig. Das ist... Oh, hier müssen wir raus. Unser Auto hat schon 20% Schaden. Und guck mal, die sind da vorne irgendwo im Wald. Da kommt ein Flixbus. Da vorne links. Moin. Man grüßt sich ja unter Arbeitskollegen. Ich kenne ja viele von den Flixbus-Fahrern. So, wir gehen undercover. Blaulicht aus. Oh, es wird langsam schon wieder hell, kann das sein? So, halte die Augen offen. Dexter muss jetzt gleich seine Spürnase beweisen. So, hier längs. Aber kann ich hier nicht abkürzen? Ja, klar. Ich kann hier rum. Oh, da ist auch schon die Polizei. Moin, Jungs. Wer bist du denn?
Schicker Schnurrbart, Diggi. Guten Tag. Guten Tag. Man hat mir gesagt, hier wurden in der Nähe irgendwo die gestohlenen Fahrzeuge gesehen. Ich sollte den Spürhund mitbringen. Ah, die Verstärkung ist da. Mit unserem vierbeinigen Geil. Freund. Sehr gut, wir haben extra auf euch gewartet. Ja, sie wurden ganz in der Nähe gesehen. Wir haben das Gebiet abgesteckt und nicht betreten, um ja keine Spuren zu verwischen. Euer Vierbeiner sollte keine Probleme haben, die Diebe zu finden. Geil. Ich hoffe es. Das wird schon. Hast du nicht das motivierte Hecheln unseres Freundes gehört? Der wird die Gangmitglieder sicher im Nu finden können. Wenn du das sagst. Ich verspreche dir, dass du Dexter nach der Suche genauso mögen wirst wie ich. Bleibt ihr währenddessen in der Nähe. Und seid wachsam, falls die Diebe plötzlich versuchen, das Weite zu suchen oder wir etwas Unterstützung benötigen. Wird gemacht. Oh, vielleicht ein Feuergefecht. K9 Spurensuche. Bei der Spurensuche muss eine Person oder ein Ort gefunden werden. Dafür nimmt deine K9-Einheit Dexter Witterung auf. Jedoch kann diese durch Ablenkung auch von der richtigen Fährte abgebracht werden. Behalte stets die Kontrolle über deine K9-Einheit, indem du ihr Befehle gibst. Über der Minimap siehst du, welches Kommando Dexter gerade ausführt. Okay, weil das muss ich jetzt mal ganz kurz alles lesen, weil ich will nichts falsch machen. Bei Fuß bringt Dexter dazu, an deiner Seite zu gehen und dir auf Schritt und Tritt zu folgen. Er kann nicht abgelenkt werden, jedoch eigenständig auch keine Spuren finden. Mit Such kann Dexter auf Spurensuche gehen. Die Chance, abgelenkt zu werden, ist relativ gering. Doch er wird sich nicht weit von dir entfernen können. Mit laufendem Dexter Tempo auf. Er bewegt sich schneller, doch er kann auch schnell abgelenkt werden. Wenn Dexter auf die falsche Spur gekommen ist, musst du ihn wieder unter Kontrolle bringen. Bewegt er sich langsamer als gewöhnlich oder bellt er erfreut, ist das oft ein Zeichen dafür, dass er nicht ganz bei der Sache ist. Okay, los, such Dexter! Fass! Oh ja. Dexter, du machst das? Ja, das ist gut. Dexter ist am Schnüffeln. Komm, wo sind die Verbrecher? Ich glaube, ich springe ihm jetzt einfach hinterher. Ich meine, das sieht ja gut aus, was er da Nein. macht. Nein, irgendwas ist falsch. Hier sind wir nicht richtig. Na, warte, Dexter. Hey, Dexter, bei Fuß. Ja, Dexter, bei Fuß. Was ist denn da hinten? Da hinten sieht's kriminell aus. Da könnten sich die Verbrecher befinden. Ich habe mal eine Frage. Wer kümmert sich eigentlich um so einen Polizeihund? Wohnt der auf der Polizeiwache? Oder nimmt den irgendwie ein Polizist immer mit nach Hause? Und was machen die, wenn der Hund zu alt ist? So, such Dexter. Dexter. Ja, such Dexter. Nee, das ist doch falsch jetzt, Dexter. Komm her. Genau, komm mal mit. Ich weiß doch, da vorne ist das doch. Ich brauch Dexter gar nicht. Dexter, du lässt dich ablenken. Los, such. Warte mal, jetzt hier? Nee. Wo läufst du? Dexter! Dexter, bleib stehen, Alter. Scheint, als seien wir etwas von der Spur abgekommen. Was ist das? Das ist eine Dose. Oh, was ist das denn jetzt? Hast du? Oh, Dexter. Ja. Scheint, als wären wir auf der richtigen Spur. Aha. Sehr gut. Feini. Warte. Oh ja, guck mal. Hier sind so Fesseln oder so. Das ist doch da hinten. Ich brauche doch Dexter jetzt hier Komm nicht. Her. Oh, ich glaube, er hat eine neue Pferde. Ja, sehr gut. Ich bin direkt hinter dir, Dexter. Was haben wir hier? Das wird uns ganz sicher weiterhelfen. Sehr gut. Zweite Spur. Hier schmeiße ich auch was hin. Oh, er hat noch was? Ja. Was ist das denn hier? Scheint, als seien wir etwas von der Spur abgekommen. Nee, hier ist noch was. Wir kommen der Sache immer näher. Natürlich. Hier auch noch was. Aber hier... Okay. Oder auch nicht. Ach, das sieht nicht wie der richtige Weg aus. Mann, das ist doch da vorne. Wetten? Ich lungere hier im Wald, Romeo. Dafür brauche ich doch nicht Dexter. No front an dich. Du bist ein süßer Hund. Aber die sind doch ganz klar da hinten. Lauf, Dexter! Hast du was gefunden, Dexter? Wir kommen der Sache immer näher. Sehr gut. Warum werfe ich hier eigentlich immer so ein Leuchtfeuer ab? Also das verstehe ich halt nicht ganz. Oh ja, guck, wir kommen immer näher. Er hat was, er hat was. Die wird immer auf den Boden gekackt. Das wird uns ganz sicher weiterhelfen. Oh ja, sehr gut. Und wieder Leuchtfeuer. Wupp. Junge, warum nicht da immer sowas ab? Guck, sag ich doch das Ding da hinten. Aha, was haben wir denn da? Oh, Moment mal, plötzlich sehe ich diese riesige Fabrikhalle. Was könnte das nur sein? Glücklicherweise haben wir Dexter. Guck, da ist, sogar, okay. da ist sogar ein Wächter. Sieht ganz so aus, als hätten wir das Versteck dieser Typen gefunden. Mhm. Dexter, du wartest hier, verstanden? Leitstelle für Wagen 1. Wir haben die Spur der Verdächtigen verfolgt und sind an einem stillgelegten Sägewerk angekommen. Jetzt werden Leute erschossen. Wir werden nun versuchen, die Personen festzunehmen. Gerettet. Die Zentrale sagt, wir sollen ja vorsichtig sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind diese Typen bewaffnet. Oh, let's Siehst go. Du das? Das Sägewerk hat mehrere Eingänge.
Du musst dir gut überlegen, von welcher Seite wir es betreten sollen. Und ich schätze, du würdest mir davon abraten, mit erhobener Waffe drauf loszustürmen? Ich würde dir raten, lieber unbemerkt in das Gebäude zu gelangen, aber die Entscheidung liegt bei dir. Ich bin natürlich... Oh, guck mal hier! Jetzt wird ein bisschen geballert, wir gucken. Ich würde ihn natürlich gerne lautlos eliminieren. Er kriegt direkt Kopfschuss. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, weil eigentlich darfst du das als Polizist ja nicht. Aber ich werde jetzt gucken, dass ich rangehe und er kriegt direkt Kopfschuss. Ich wusste nicht mal, ob er jetzt gefährlich ist. Mann, ich sehe den nicht. Du hast einen Gegner tödlich verwundet? Ja, das ist doch das Ziel, oder nicht? Warte mal, das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Darf ich ihm nur in die Beine schießen, oder was? Ich teste das jetzt mal. So. Ja, aber ich habe doch eben das Gleiche gemacht. Ich meine, ich habe ihm doch jetzt einen Schuss in den Kopf. Komm gefälligst raus! Oh, sag mal, wer bist du denn? Okay, ich darf... Okay, das ist aber was gut ist, weil wir sind jetzt ja nur auf den Kopf gegangen. Wir dürfen die nur so unschädlich machen. Dann lass uns jetzt wirklich, wir machen realistisch. Weil ein Polizist würde doch da nicht frontal rangehen. Wir gehen jetzt sneaky hinten. Ich weiß nicht, warum wir so einen Eiergang hier haben. Dieses Spiel, Mann. So, wir gehen sneaky rein. So, rein. Psst, aber leise. Vorsichtig. Nicht zu laut. Sieht hier jemand Gangmitglieder? Nee. Alles gut. Oh ja, da vorne patrouilliert einer. Oh ja, an dem kommen wir vermutlich nicht vorbei. Deswegen. Oh, ja, Vorsicht. Aber was machen wir jetzt? Also wir sollen ja die Angreifer unschädlich machen. Das ist ja schon unsere Aufgabe. Da würde ich sagen, verteilen wir jetzt ein paar Schüsse in die Beine. Oh, Alter, da gab's Explosion. Ja, warte, ich schieße ihn doch ab. Ja, ich... Was willst du denn? So, ich glaube, den ersten Schuss einfach für den Damage. Kopf. So. Und dann jetzt einfach nur runterschießen. Ich wurde getroffen. So, perfekt. Nummer 1 eliminiert. Wir rennen so ein bisschen. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frau raus. Nee, Vorsicht. Versteckt sich jemand hinter der Tür? Nee, alles easy. Die haben doch gar nichts bemerkt. Na, aber vielleicht kommt sie gleich. Oh, ganz schlechtes Timing. Reden wir lieber ein anderes Mal. Okay. Oh, da Attack ist sie jetzt. Ja, ich weiß, dass wir in der Unterzahl sind. So, mein Kollege, du musst jetzt auch mal helfen. Wollen Sie gehen? Sie sich. Wie wär's, wenn du dich... Sag mal, du musst aus dem Weg gehen. Digi, du bist... Ich muss nachladen. Du stehst mit dem Rücken zum Gegner. Oh. Lade nach. Alter, ich muss ja sagen, wir fressen schon Schaden ohne Ende. Was passiert denn, wenn ich dagegen schieße? Gar nichts. Ich dachte, nachladen. Das könnte explodieren oder so. Geben Sie auf! Warum? Ich habe ihn geone-shottet? Dieses Spiel. Sag mal, jetzt kommt sein Kollege noch raus. So, jetzt bräuchte ich einen Kollegen, der auch wirklich was macht. Okay, dahinter können Sie... Oh, Alter! Wer bist du denn? Freaking Rambo! Ich muss nachladen! Okay, geben Sie auf! Ganz bestimmt! Arzt, Junge! So, wo ist mein Kollege? Er. So, Junge, du bist einfach. Er mag keine Hunde. Er schießt. Er feuert nicht mal einen Schuss ab. So. Lade nach. So macht man das. So macht man das! Einfach ballern. Lade so. Nach. Irgendwo ist jetzt noch einer. Wo bist du, Junge? Wo bist du? Oh, hier drunter sind das sind wahrscheinlich auch die Autos, die sie geklaut haben. Ich glaube, der letzte ist hier oben. Weil hier geht es noch rechts rein. Da wartet der Endgegner. Ja, da ist der letzte. Okay, wir müssen aufpassen. Wir dürfen dem jetzt keine Headshots oder so geben, Alter. Ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal machen zu müssen. Oh, Alter, er läuft weg. Ne, der ist ja viel zu schnell. Sag mal. Weil ich kann nicht auf... Doch, bleiben Sie stehen. Oh Gott. Mein Kollege, schieß doch! Geben Sie auf! Du hast auf deinen Partner geschossen, ja, weil der direkt auf mich... Der ist da so draufgelaufen! Der will mich doch verarschen, der Junge! Wir holen uns jetzt erstmal den Typen, der hier weggelaufen ist. Genau. So.
Jetzt haben wir nur noch einen. Warum nicht gleich so? So, kann ich meinem Partner sagen, geh einfach weg. Alter, was für ein Sniper hier. Zack. Endlich, Junge. Ich find's so geil. Ja, wir haben alle erschossen. Und jetzt kommt die Verstärkung. Hey, ihr zwei. Wir haben Schüsse gehört. Was ist denn hier passiert? Alle weggepustet. Ah, die Verstärkung trifft also auch endlich ein. Seid etwas spät dran. Den ganzen Spaß habt ihr jetzt verpasst. Die Gangster wurden von uns fachgerecht außer Gefecht gesetzt. Ihr habt sie alle im Alleingang ausgeschaltet? Und geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Ich glaube, mich hat eine Kugel Alles bestens. Kein Problem für das Dream Team im Außendienst. Oh yeah. Aber ihr könntet uns helfen, die Leute hier auf die Wache zu bringen. Na, wenn du meinst. Wir kümmern uns dann um alles Weitere. Stefan, ist bei dir auch alles okay? Du siehst so blass aus um die Nase. Der hat ja nichts gemacht. Ist wohl nur die Aufregung. Das klingt aber nicht danach. Nein, nein, schon gut. Das ist nur dieser verdammte Staub aus dem Sägewerk. Mir fehlt nichts. Gesundheit, Stefan. Werd bloß nicht krank. Werd ich schon nicht. Können wir uns jetzt wieder um unseren Auftrag kümmern? Ihr wisst schon, die Gangmitglieder... Ganz ruhig. Wo ist Dexter eigentlich? Wir haben Dexter und euren Wagen mitgebracht. Ihr könnt also direkt zur Wache fahren. Na dann mal los. Ei. Hier ist was los. Dexter, mein Süßen. Sitzt er da schon? Oh, der Feini. Schwere Geburt. Jo, dann würde ich mal sagen, ab zur Wache. Dexter hat Feierabend. Na, Stefan, das war doch mal richtig aufregend, oder? Und Dexter hat ganze Arbeit geleistet. Das stimmt. Nicht wahr, Kleiner? Aufregend? Oh. Die hätten uns jederzeit erschießen können. Ja, aber du hast ja nichts gemacht, Alter! Da hast du schon recht. Und irgendwie ist es gut gegangen. Wir sollten gleich dem Chef davon berichten. Er wird uns mit Lob und Lorbeeren überschütten, wenn er von unserem Erfolg hört. Hast du etwa schon den Deal vergessen, den wir hierfür eingehen mussten? Die Sache ist noch nicht vorbei. Oh, ja. Ja, aber das ist doch gar nicht so schlecht. Und wir haben diese ganze Gang hops genommen. Die hatten alle Waffen. Also ich bin der Meinung, dass wir das eigentlich schon ziemlich gerockt haben. Und ich wäre wahrscheinlich noch erfolgreicher, wenn ich einen Arbeitskollegen, einen Polizeikameraden hätte, der auch mal hier losballert. Alter, was ist hier auf der Autobahn los? Uff. Ey, die fahren ja wie die Gestörten. Während wir hier vorbildlich kurz die Leitplanke berührt haben. So, wir gehen jetzt mal schön auf VMAX. Weil ich bin der Meinung, wir können mittlerweile 260 fahren. Weil wir haben den Wagen ja schon zweimal getuned. Ja, aber dazu müsste die Autobahn... Boah, Alter! Der zieht einfach rüber, der Geisteskranke. Sag mal, hast du mich nicht kommen gesehen? Du, was? Eieiei, toll. Auto hat jetzt schon 62% Schaden. So, aber hier geht's, glaube ich, jetzt mal ein bisschen geradeaus. 200, aber da geht, wie gesagt, noch mehr. Ich mache jetzt mal Blaulicht an, das kann ja nicht wahr sein. So, die müssen jetzt alle mal, genau, fahrt mal schön zur Seite. Wir haben jetzt hier Speedtest. 240, oh, das ist gut. Guck, ich sag, der geht, da kommt der Tunnel. Ich weiß nicht, ob wir da weiterhin so schnell fahren können. Ich muss hier kurz ein bisschen vom Gas gehen. So, und jetzt 250, 2, schaffen wir die 260? Komm, Junge. Jawohl, 260, geht immer weiter. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er 280 fährt. Oh, guck mal hier, dem Sonnenuntergang entgegen. War ein langer Arbeitstag. Oh, 270. Oh ja, der klettert immer weiter. Jawohl, komm, das schaffen wir doch auch, die 280. Oh Gott, ist eigentlich krank. 280. Vor allen Dingen, du hast ja so einen armen kleinen Hundi noch an Bord. Oh, Alter, da gab es gerade einen Unfall. Aber ja, 280 mehr schafft er nicht. Was aber schon krass ist. Also so ein Geländewagen, der 280 km/h fährt. Oh, Flixbus. Moin. Guck mal, und so schnell ist man dann auch zu Hause. Oh. Alles gut. Nichts passiert. So. Bäcker! Ich bin wieder zu Hause. Einmal einparken. So. Puh, schwere Geburt. Sprich mit deinem Chef. Mach ich. Zack, Alter. Wie wir sprinten. Und wie wir gegen die Türen laufen. Der Junge hat siebenfache Gehirnerschütterung. So, Bagger! Was ist los? Hallo, Chef. Raten Sie mal, wer alle Gangster im alten Sägewerk gerade im Alleingang geschnappt hat. Und wer deshalb jetzt seinen Teil des Deals einhalten muss. Ihr hättet der Frau niemals dieses Angebot machen sollen. Doch. Aber wenigstens hat es sich gelohnt. Manchmal haben Sie mehr Glück als Verstand. Hm?
Dann muss ich sie jetzt wohl laufen lassen. Kopf hoch, Chef. Dafür haben wir ja mehr als genug neue Gefangene mitgebracht. Sie sollten ihr Glück jetzt nicht überstrapazieren, sondern die neuen Gefangenen verhören. Wird gemacht. Jawohl. Geiles Ding. Auch nochmal schön 2750. Hä, es gibt doch aber auch in Deutschland solche Deals, oder nicht? Dass du da deine Kameraden verpfeifst und dafür kriegst du irgendwie Haftverschonung. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit einem weiteren Arbeitstag von Oberkommissar Paluten und seinem, neuen Spürhund Dexter. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Hier blende ich nochmal ein, wann es Mega-Mini-Paluten wieder gibt. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.